Wir haben einen Community-Server und der ist an diesem Wochenende offen für neue Spieler. Normalerweise kann man nur auf den Server, wenn man meine Twitch-Stream zuschaut oder wenn man schon jemanden auf dem Server kennt, aber dieses Wochenende ist der Server offen für alle. Wenn ihr an diesem Wochenende dem Server joint, könnt ihr für immer spielen und nicht nur an diesem Wochenende. Das Einzige, was nur an diesem Wochenende geht, ist es, sich auf die Whitelist setzen zu lassen. Das geht sonst, wie erwähnt, nicht so einfach. Wenn ihr dann erstmal auf der Whitelist seid, könnt ihr aber unbegrenzt lange spielen, solange ihr euch natürlich an die Serverregeln haltet. Wenn ihr mitspielen möchtet, müsst ihr einfach nur unserem Discord-Server joinen. Der ist natürlich verlinkt und dort könnt ihr ein Regelwerk finden für den Community Minecraft Server und das müsst ihr dann einmal komplett durchlesen. Wenn ihr das gemacht habt, können wir euch dann auf die Whitelist setzen und ihr bekommt auch eine eigene Rolle im Discord. Dadurch könnt ihr dann noch mehr Kanäle sehen, die ganz speziell für den Minecraft Server sind und da gibt es zum Beispiel neben einigen Chaträumen und so weiter auch einen Kanal mit der IP-Adresse. Ihr könnt dann einfach drauf losspielen. Unser Server ist ein ganz normaler Survival Server und ihr könnt im Prinzip bauen und machen, was ihr möchtet, solange ihr nicht dort baut, wo schon jemand anders baut. Nur das Gebiet direkt am Spawn ist noch öffentlicher Platz. Da gibt es einen Shopping-District, in dem man seine Items für Diamanten verkaufen kann. Und außerdem gibt es hier auch noch einige öffentliche Gebäude, wie zum Beispiel das Rathaus oder ein Weihnachtsmarkt und auch sehr viele kleine Verstecke und Easter Eggs. Aktuell gibt es außerdem ein kleines Weihnachtsevent. Dabei ist es so, dass jeden Tag ein neues Geschenk im Shopping-District spawnt und ihr könnt das dann suchen. Und in diesen Geschenken sind dann seltene und auch sehr nützliche Items. Mehr dazu gibt es aber auf dem Discord zu lesen. Wir haben auch viele öffentliche Farmen und zum Beispiel auch einen Nether-Hub, mit dem ihr euch verbinden könnt. Und außerdem gibt es direkt am Spawn auch ein Endportal und im Ende selbst gibt es dann noch eine öffentliche Trading Hall, diverse XP-Farmen und auch noch andere Farmen, die ihr einfach so nutzen könnt. Wir haben auch einige kleinere Plugins auf dem Server. Man kann sich zum Beispiel einfach hinsetzen, was eigentlich ganz nett ist. Und außerdem droppen auch alle Mobs ihre Köpfe. Und zusammen mit den verbesserten Armor-Sens, die wir auch installiert haben, kann man dann sehr, sehr coole Dekorationen bauen. Wir freuen uns auf alle, die dieses Wochenende dazukommen und wünschen euch eine Menge Spaß auf dem Server. Ich werde übrigens auch am Freitag, Samstag und auch am Sonntag, also das ganze Wochenende lang, auf dem Server live streamen. Ihr könnt also auch gerne bei Twitch vorbeischauen.